Hallo Heiko. Ja. Hallo Katrin. Freut mich, dass du bereit bist, dieses Gespräch zu führen und dadurch Studierenden und Interessierten einen Einblick ins WIFU zu offenbaren. Mhm. Stell dich doch erstmal vor und sag auch etwas zu deinem Lehrstuhl. Ja, ich bin seit 3 Jahren am WIFU und habe, wie ich finde, einen ganz besonderen Lehrstuhl. Ich befasse mich nämlich mit der Unternehmerfamilie, also mit der Familie hinter dem Familienunternehmen. Und wenn wir verstehen wollen, was das Besondere ist von diesen Unternehmen, dann müssen wir eben auch auf die Familie schauen, die diese Unternehmen prägt. Und wie zeichnet sich das in der Forschung aus? Also wie lautet beispielsweise ein Forschungsgebiet, eine Forschungsfrage? Ja, also ein Thema, das ist ein klassisches, das ist die Nachfolge. Also wie sind die Beziehungen zwischen Nachfolgerinnen, Nachfolgern und Übergebern? Wie lassen sich Konflikte gestalten, Konflikte verstehen? Ein anderes Thema ist Sozialisation, also Aufwachsen, Erziehung in Unternehmerfamilien. Also uns interessiert tatsächlich, wie Menschen in dieser besonderen Familienform zur Welt kommen, wie ihr Leben gestalten, Eltern- und Kinderbeziehungen laufen. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich bei dir ein Seminar besuche? Also inwiefern spiegeln sich diese Forschungsgebiete in den Seminaren wider? Ja, jetzt dieses Semester haben wir ein Seminar, das hat so ein bisschen so einen abstrakten Titel, Theorie der Unternehmerfamilie. Okay. Aber es ist ein ganz praktisches Seminar. Dort interviewen wir mit den Studierenden 8 Menschen aus Unternehmerfamilien zu ihren ganz besonderen Situationen. Ja, die erzählen uns dann in 1,5-2 Stunden von Beispielen, die in ihren Familien typisch sind. Das zeichnen wir auf und werten es dann aus, um zu verstehen, was läuft in diesen Familien ab. Und die Studierenden, die sind die ganze Zeit aktiv mit eingebunden in den Prozess? Die sind ganz aktiv mit eingebunden. Die lernen erstmal, was ist das Besondere von Familienunternehmen, Unternehmerfamilien. Mhm. Und dann gehen wir in diese Interviewführung. Ja. Und dann lernen sie auch, narrative Interviews zu führen und auch die auszuwerten. Und welche Studenten oder welche Studierenden finden sich in deinen Seminaren wieder? Also aus welchen Fakultäten? Das ist natürlich für unsere Fakultät Wirtschaft und Gesellschaft. Das sind Managementstudierende, manchmal auch Studentinnen, die selber aus Unternehmerfamilien kommen, die auch so Nachfolgeprozesse gerade erleben, aber auch Studierende aus der Gesundheitsfakultät, also Ethik und Organisation, Studiengang, aber auch aus der Psychologie. Wir haben auch immer Studierende, die aus den psychologischen Studiengängen kommen. Also klingt auf jeden Fall ziemlich bunt gemischt. Und gibt es Besonderheiten am WIFU oder besondere Seminare, die angeboten werden, die sich wirklich auch hervorheben oder abheben? Ja. Also ich glaube, was ganz Besonderes, was wir am WIFU auch bei mir am Lehrstuhl anbieten, sind Seminare, wo Studierende die sozialen Dimensionen des Zusammenarbeitens erleben können, gestalten können. Also ein Seminar, das ist die gruppendynamische Trainingswoche. Okay. Da fahren wir eine Woche lang in eine Jugendherberge mit den Studierenden und dort wird Gruppe erlebt und erforscht. Ja? Also das ist das Action Research von Kurt Lewin, ein Ansatz. Wir erleben Gruppe und während wir die Gruppe erleben, versuchen wir zu betrachten, was läuft da gerade ab? Welche Rolle haben wir in der Gruppe? Wie kommen wir in eine bestimmte Situation, dass wir Einfluss nehmen können? Wie entsteht Vertrauen? Ja? Wie entsteht Zugehörigkeit? Und das gucken wir nicht nur abstrakt an, indem wir irgendwelche Texte lesen, sondern an uns selbst und an den anderen, die wir erleben in diesen Zusammenhängen. Also ist es in dem Moment eine aktive Forschung? Genau, eine aktive Forschung, also Aktionsforschung wird das auch tatsächlich genannt. Ja. Ah, schön. Mhm. Und als letzte Frage jetzt noch mal einen Schritt zurück. Mhm. Wie bist du zur Universität Wittenherdecke gekommen? Also warum ist es ausgerechnet das Ruhrgebiet geworden mit dem WIFU? Ja, die Uni Witten war für mich immer eine ganz besondere Institution. Ja? Ich war vorher an 2 anderen Hochschulen als Professor schon tätig und Witten strahlt ja in die Welt als eine Universität, wo die Wirtschaft, Zwischenwissenschaft in einem gesellschaftlichen Rahmen gesehen wird, wo Verantwortung eine Rolle spielt, wo das Soziale des Wirtschaftens auch ganz wichtig ist. Und da war ich so begeistert und auch stolz drauf, dass ich dann den Ruf bekam, mich auch, also diesen Lehrstuhl zu besetzen und in der Tradition stehe vom Aris von Schlippe, Fritz Simon, Rudi Wimmer. Das ist das, was mich auch besonders begeistert, das hier weiterführen zu dürfen, was die etabliert haben. Auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort. Dann möchte ich mich auf jeden Fall für das Gespräch bedanken und freue mich auf weitere Seminare mit dir. Ja, danke, liebe Katrin. Ich freue mich auch, dass ich dir ein bisschen was erzählen durfte vom Lehrstuhl.